Zunächst mal möchten wir betonen, dass der Gipfel in dem Luxushotel El Mau der Gipfel der mächtigsten Erfüllungsgehilfen, Handlanger der G7-Konzerne und Banken ist. Diese ökonomischen Organismen haben heute mehr Macht als jeder Kaiser, jeder Papst, jeder Pharao oder König jemals gehabt hat in der Menschheitsgeschichte. 500 von den größten dieser Monopole beherrschen 53% des Weltsozialprodukts. Das bedeutet dann im Resultat, dass die 85 reichsten Menschen der Erde mehr besitzen als die ärmsten 4 Milliarden zusammen. Das ist die Globalisierung des Kapitalismus und die Köpfe, die Repräsentanten dieses Systems, treffen sich auf diesem Gipfel. Das muss man verstehen, wenn man verstehen möchte, warum sich der Protest von so vielen Bewegungen seit so vielen Jahrzehnten gegen den Gipfel richtet. Seit Genua, seit Prag, seit Seattle, seitdem die Protestbewegungen das erfolgreich geschafft haben, diese Gipfel unmöglich zu machen, wo die Bevölkerung den Politikern gezeigt hat, dass sie in ihrem Namen nicht sprechen kann, ziehen sich diese Gipfel in die abgelegensten Winkel zurück und haben sich jetzt dieses Bergschloss hier ausgesucht. Ein Bauer aus der Umgebung hat schon vorgeschlagen, sie sollten das demnächst auf einem Flugzeugträger machen, damit nicht diese 360 Millionen Euro Kosten entstehen, 24.500 Polizisten eingesetzt werden und eigentlich auch eine Antitourismusaktion damit für die Region ausgelöst wird, ganz im Gegenteil zu dem, was man da so vollmundig verlautbart hat. Eine kleine Illustration der Schikanen für die lokale Bevölkerung möchte ich nur geben. Man hat diesen Almbauern neben dem Schloss auch sozusagen evakuiert. Also man hat ihn gezwungen, seinen angestammten Platz zu verlassen, wo er sein Leben lang gelebt hat, hat ihn ins Altersheim versetzt. Dann wurde allerdings von dem sehr reichen Herrn Müller Elmau dort eine Party mit Lenny Kravitz geplant in der Sicherheitszone. Das heißt, die Begründung, dass dort keine Menschen sich aufhalten können, die ist offensichtlich hinfällig. Es geht eigentlich darum, dass sich keine armen Menschen dort aufhalten dürfen, rund um diesen Gipfel in dieser Zeit. Das G7-System, also das kapitalistische System weltweit mit den G7-Staaten an erster Stelle, das lehnen wir deswegen als Bündnis ab, weil es ein System von Gewalt ist. Und das ist teilweise Gewalt, die ist nicht auf den ersten Blick sichtbar. Ich spreche da von dem Hungermassaker, was jeden Tag auf der Welt vor sich geht. Ich spreche von den 37.000 Menschen, die jeden Tag am Hunger sterben, obwohl die landwirtschaftlichen Kapazitäten dieser Erde dafür reichen würden, 12 Milliarden Menschen zu ernähren, also mehr als doppelt so viele, wie das derzeit geschieht. In den Slums von Dhaka, von Bukarest oder von Rio sterben Kinder, Eltern, Frauen, Alte einen grausamen Tod, denn der Hungertod ist ein grausamer Tod. Und in Griechenland, in den USA, auch in der BRD haben in den letzten Jahren von Wirtschaftskrise und Kürzungen die Speisungen und die Armenhäuser exponentiell zugenommen. Das gilt für große Teile dieses Planeten. Und wenn die G7 auf ihren vergangenen Gipfeln ihre Ziele erklärt haben, dann war das großenteils eine Show. Sie haben diese Ziele nie umgesetzt. Sie haben oft davon gesprochen, dass sie den Hunger in Afrika bekämpfen möchten oder dass sie gegen den Klimawandel vorgehen möchten, und am Ende ist nichts dabei herausgekommen. Es gibt eine produktive Welt. Wir haben unglaublich viele Möglichkeiten. Es gibt unglaublich viele Potenziale, die brach liegen. Man muss nur von der Massenarbeitslosigkeit sprechen. Aber die werden nicht dafür eingesetzt, die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen. Stattdessen treffen sich die Herrschenden im Schloss El Mau und geben uns eine Agenda zu erkennen, die andeutet, dass sie über Antibiotika sprechen, über Plastiktütenstandards in Europa, und die eigentlichen sicherheitspolitischen, geostrategischen, knallharten Profitfragen, die werden im Geheimen, im Verschwiegenen besprochen und werden aus den Protokollen niemals hervorgehen. Stattdessen gibt es blumige Willenserklärungen. Was tatsächlich im Bereich der Umweltzerstörung vor sich geht, das ist vor allen Dingen das Resultat der ökonomischen Tätigkeit der G7-Konzerne und der G7-Banken in dieser Welt, die daraus ihren Profit ziehen. Ich möchte Ihnen ein kleines anschauliches Beispiel geben. 70% vom Öl und Gift, was die Konzerne dieser Welt produzieren, wird ungefiltert in Entwicklungsländern in Flüsse geleitet. Diese Flüsse fließen alle in die Weltmeere. Das hat unmittelbar etwas mit uns zu tun, mit unseren Kindern. Die Weltmeere sind die Lebensgrundlage dieser Erde. Heute sind sie so vergiftet, dass bereits 40% des Planktons seit 1950 gestorben sind. Das Plankton ist aber die Grundlage der gesamten Erde, produziert 75% des Sauerstoffs und ist die Basis des Lebens. 60% des Weltregenwalds sind bereits abgeholzt. Die atomare Verstrahlung nimmt zu. Und Klimaerwärmung, Ozonloch und vergiftete Meere bilden eine Spirale, die sich gegenseitig verschärft. Das bedeutet, wenn wir nicht handeln,
können wir später unseren Kindern nicht in die Augen sehen und ihnen sagen, dass wir dafür gekämpft haben, dass dieser Planet und die Gesellschaft auf diesem Planeten weiter existiert. Das ist auch ein Grund, warum wir als Bündnis sagen, dass diese Politiker nicht in unserem Namen sprechen können und dass wir gegen ihr kapitalistisches Wirtschaftssystem und gegen ihren Gipfel den Protest organisieren. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die zunehmende Ausbeutung von Lohnarbeit, sei es in Bangladesch in den Textilfabriken, wo den Textilarbeiterinnen die Fabriken auf den Kopf fallen und wo Arbeitsmorde gegen die Arbeiter begangen werden von westlichen Konzernen, die dort ihre Tochterunternehmen vorstellen. Das ist aber genauso der Fall in Deutschland. Ein guter Freund von mir ist Postbote, er arbeitet jeden Tag 14 Stunden. Er kann seine Familie von seiner Arbeit nicht richtig ernähren. Er ist outgesourced worden von der Deutschen Post AG. Und auch deswegen gibt es in Deutschland sehr viele Arbeitskämpfe derzeit, weil es einen neuen Sektor, einen prekären Sektor von Niedriglohnbeschäftigung gibt, der wächst und immer größer wird. Nächste Woche zum Beispiel werden die Postbeschäftigten und Zusteller streiken. Es gibt außerdem das Vorhaben, diese Niedriglöhne weiter auszuweiten und den Konzernen ein Recht dazu zu geben, sie auch einzuklagen. Dieses ungeheuerliche Unterfangen soll mit dem TTIP-Abkommen abgesegnet werden, das fälschlicherweise als Freihandelsabkommen bezeichnet wird. Dabei geht es nicht um Freihandel. Jede Thunfischdose ist heutzutage, und das ist auch schon seit Jahrzehnten der Fall, freier als ein Mensch. Der Handel ist längst liberalisiert zwischen den Staaten, die das TTIP-Abkommen abschließen. Unter dem Begriff der Handelsliberalisierung wird stattdessen ein Investitionsschutz verstanden, der bei Einführung von Arbeitsschutzgesetzen Entschädigungen für die Konzerne vorsieht. Das ist ein Etikettenschwindel und ebenfalls die gesamte Aushandlung dieses Abkommens ist vor den Augen der Öffentlichkeit geheim gehalten. Es gibt zwar ein mehrtausendseitiges Vertragswerk, aber die Politiker von den G7-Staaten weigern sich, diesen Text zu veröffentlichen. Stattdessen haben sie 130 Hearings mit Lobbyvertretern von Banken und Großkonzernen gemacht, die detailliert nicht nur den Text zur Kenntnis nehmen können, sondern sogar Einfluss auf dessen Ausgestaltung nehmen, jeden Tag. Das ist ein neues Supergesetz für die Länder der G7-Staaten und darüber hinaus, was Rechte der Konzerne festschreibt, die weit über die Rechte der Menschen hinausgehen und die dazu führen werden, dass die Armut, die Perspektivlosigkeit und der Hunger zunehmen in den G7-Staaten, in den TTIP-Staaten und darüber hinaus. Deswegen lehnen wir dieses Abkommen ab. Gleichzeitig sind die G7-Staaten das Herz der NATO. Sie kommandieren über die größten Militärapparate der Menschheitsgeschichte und die Feldzüge in Afghanistan, in Pakistan, im Irak, in Libyen, in Syrien und in Mali haben eine neue Kette von Kriegen entfesselt, die so seit dem Zweiten Weltkrieg ungesehen ist und die Flüchtlingsströme von zig Millionen Menschen verursacht hat. Ganze Länder, Kulturländer wie Syrien oder Libyen sind dem Erdboden gleichgemacht. Vor kurzem habe ich einen Mann aus Libyen getroffen, einen Flüchtling. Ich habe mit ihm gesprochen. Er hat mir mit Tränen in den Augen gesagt, there is no Libya anymore, es gibt kein Libyen mehr. Die Bundeswehr ist zu einer Interventionsarmee umgeformt worden und die Außenpolitik der deutschen Regierung hat in Kiew so ausgesehen, dass 8 Stunden vor dem Putsch, vor dem illegalen Umsturz der Regierung in Kiew, es eine Unterstützung gab von der rechtsextremen Svoboda-Partei durch den deutschen Außenminister Steinmeier, der einen öffentlichen Empfang mit Pressekonferenz in der deutschen Botschaft in Kiew abgehalten hat. Wir richten uns gegen die Militarisierung der deutschen Außenpolitik und gegen die NATO-Feldzüge im Nahen und Mittleren Osten. Die Flüchtlingsströme, die dann über das Mittelmeer nach Europa wollen, werden in Libyen abgewiesen. Millionen Menschen warten derzeit auf die Überfahrt. Und man muss sich fragen, ist das eigentlich direkte Gewalt der Europäischen Union oder indirekte? Nachdem nun mehr als 20 Menschen im Mittelmeer gestorben sind, zu Tode gekommen sind, ermordet worden sind durch die Politik der Europäischen Union, die maßgeblich von den G7-Staaten beeinflusst wird, nachdem das alles geschehen ist, wird nun diskutiert, wie man die Flüchtlingsboote noch vor ihrer Benutzung versenken kann, damit die Flüchtlinge auch immer an den Küsten Afrikas warten müssen. Das sehen wir im engen Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Kriegsführung gegen viele Länder dieser Welt, die über den IWF organisiert wird. Vom IWF sind die G7-Staaten ebenfalls der Kern. Sie haben die größten Einlagen und sie bestimmen im IWF, wer das Sagen hat. Wir sagen aber, eine grundlegend andere Welt ist längst möglich. Die Welt kann vollständig anders gestaltet werden. Ohne Kapitalismus und ohne die G7-Staaten. Ohne Ausbeutung, ohne wirtschaftliches Chaos, ohne Kriege und Umweltzerstörung und Unterdrückung. Wir sehen, dass es ein weltweites Aufstehen gibt. Das haben Sie auch mitbekommen in Lateinamerika, in Nordafrika, in Südeuropa, in der Türkei, in Kurdistan. Niemals mehr in der Menschheitsgeschichte sind mehr Millionen Menschen auf die Straße gegangen in den verschiedensten Erdteilen als in den letzten 5 Jahren. Wir empfinden uns als Teil dieser internationalen Bewegung. Wir sind froh, dass auf unserer Großdemonstration und unserem Camp zahlreiche internationale Gäste zeigen, dass wir als Menschen aus aller Herren Länder gegen die Politik
der G7 demonstrieren und gegen ihren Gipfel. Nach einer Umfrage im Februar dieses Jahres, die am 23. Februar von der Bundesregierung veröffentlicht worden ist, von Infratest DIMAP, die sogenannte Demokratiestudie, sagen mehr als 60% der deutschen Bevölkerung, dass es keine echte Demokratie in diesem Land gibt. Wir denken, das ist ein Ausdruck davon, dass das kapitalistische System die Menschen von der Einflussnahmemöglichkeiten ausschließt. Und wir denken, dass die Proteste, die wir auf die Straße bringen, hier, aber auch die Proteste gegen andere WTO-Gipfel oder G7-Gipfel, eigentliche Keime von einer neuen Gesellschaft sind, eigentliche Anfänge und Erfolge von einem Aufstehen gegen eine Politik, die Mord und Totschlag auf der ganzen Welt verbreitet. Wir haben gerade die größte Münchner Demo seit Jahrzehnten erlebt und die größte Demonstration in der Geschichte von Garmisch-Partenkirchen. Wir denken, diese Proteste sind auch in Deutschland ein Erfolg, auch wenn die Menschen, die an ihnen teilgenommen haben, wenn die Anzahl kleiner ist, als man sich das vielleicht wünschen mag. Wir sind sehr zufrieden mit der Anzahl der Teilnehmer an diesen Demonstrationen, an den Camps und Konferenzen, weil man das auch berücksichtigen muss, dass sie unter einer Atmosphäre stattgefunden haben, die man als Einschüchterung bezeichnen muss. Wenn 25.000 Polizisten, jeder zweite kasernierte Beamte Deutschlands, aufgestellt werden, dann ist es nur zu verständlich, dass mir in Bonn zum Beispiel 4 von 5 Bekannten gesagt haben, ich finde das Anliegen richtig, ich kann mir auch Zeit nehmen, ich würde mir sogar frei nehmen, aber ich habe Angst um meine physische Unversehrtheit, wenn ich dahin fahre, die Drohkulisse ist mir einfach zu stark. Die Proteste sind ein Erfolg und ein Anfang und deswegen empfinden wir auch Stolz und Freude darüber, dass sie heute stattgefunden haben. Wir wollen damit zeigen, dass die Herrschenden nicht in unserem Namen ihre Gipfel abhalten können und dass wir ihre Globalisierung von Ausbeutung und Unterdrückung, unsere Globalisierung des Widerstands entgegensetzen. Soweit erstmal ein kleines einleitendes Statement, warum wir diese Proteste überhaupt organisieren und zum Ablauf der Demonstration heute. Zum Verlauf der Demonstration heute würde ich jetzt das Wort weitergeben an das Liga und dann können wir später zum Camp und zu der Frage der Evakuierung kommen und dann eine allgemeine Fragestunde machen.